Well done. It wasn't your cleanest mission. You had to shut down large sections of the subway system. Our expression reading module says you should be happy with the execution, Miss Rose. I am smiling. As projected, the gang's morale has declined, and they are now vulnerable enough for the less-than-competent law enforcement to clean up your little mess. Unfortunately, your recent activities have caused the Heat Seekers to be a bit restless. They run operations along the outskirts of the industrial sector, mostly arms trafficking and hijacking transports. I think this may be the perfect time to pay them a little visit and put them out of business permanently. We cannot disagree, Miss Rose. Their leader goes by the moniker Ringo Road Rage. I want him neutralized. I'm transferring bounties scattered in the area for you now. Downloading coordinates. They're using the highways to smuggle heavy weapons through the city. Start there. Confirmed. Miss Rose's way or the highway. Na super, müssen wir uns jetzt also schon mit Motorradgangs anlegen? Da habe ich eigentlich weniger Lust drauf, aber was soll's, wir kommen ja nicht drum herum. Und damit erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut das Spiel bei euch ankommt und freue mich so sehr über die ganze positive Resonanz. Vielen Dank dafür, bleibt gerne weiter dran und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann schauen wir uns den Dean Dandy mal an. Er befindet sich auf dem Highway, fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, Rasen, Autodiebstahl und Raub. Ein unverbesserlicher Raser, der mit seinem Hoverbike die Straßen unsicher macht und jeden über den Haufen schießt, der ihm den Weg versperrt. Sein Motto lautet, wer bremst, verliert. Ja, das ist das Motto von vielen Autofahrern da draußen. Leider wird's ja immer aggressiver im Straßenverkehr. Traurig, traurig. Did you see that? Huh? Someday you folks might be as good as I. You are such a killer, Dean. Looks that kill too, baby. Yeah. You are so mean, Dean. That's my name, honey. Like, everybody totally wants to be like you, Dean. All right, baby, that's enough. Folks, spread out and step on it. Ringo don't like waiting. Na super, die Drogenschmuggler müssen wir natürlich aufhalten, denn wie jeder weiß, Drogen sind nicht gut. Also bevor ihr so einen Scheiß reinzieht, zieht euch lieber meine Let's Plays rein, da habt ihr mehr davon. So. Was haben wir denn hier Schönes? Komm, mach das Fass kaputt. Jawohl, noch ein Beifahrer? Nö. Das sind aber auch schöne Smiley-Seitenspiegel hier. Die haben bestimmt keine E-Nummer. Bei der nächsten Kontrolle direkt beschlagnahmt. Aber ich glaube, die Jungs haben größere Probleme in ihrem Auto. Oder führen größere, mit sich führende Probleme in ihrem Auto mit. Ha, was für ein Deutsch. Als irgendeinen nicht eingetragenen Seitenspiegel. So. Was ist das für ein Mega-Schraubenschlüssel? Ich dachte, die Jungs reparieren Motorräder und Autos und keine Windkraftanlagen. Aber bis jetzt läuft es ja ganz gut. Ich will mir den mal kurz anschauen. Nein, nimm den noch. Sieht natürlich auch cool aus. Komm, wir fighten damit mal den da oben weg. Was hat er denn in der Hand? Ist das auch ein Schraubenschlüssel? Nö, ne? Ich weiß es nicht. Nee, das ist doch eine Zange. Boah, da kam überraschend. Und was hat er Schönes? Mensch, das sieht aus wie eine Aug. Die nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Sorry, aber die Alarmanlage ging mir auf den Keks. Schön, dass er ausgegangen ist. So, ich bin schon wieder viel zu schnell hier durchgejumpt. Aber oben habe ich nichts weiter gesehen an Diebesgut. Ansonsten gab es hier doch auch nichts. Würde ich sagen, wir gucken mal weiter. Ich hoffe nicht, dass ich schon wieder was übersehen habe. Oh, da stand einer hinter der Tür. Es tut mir leid, mein Guter. Ich wollte dich eigentlich zärtlich streicheln. Vom Auto erschlagen. Sehr schön. Und ich schieße euch auch gleich die Autos noch kaputt. Ah, verdammt. Nein. Boah, Mensch, wie weit kommen denn die mittlerweile mit ihren Schrotflinten? Ich wollte sagen, ich schieße euch die Autos kaputt, denn ich nehme euch jedes Mittel, was ihr braucht, um hier irgendwelche komischen Substanzen durch die Welt zu schaffen. Denn sowas ist einfach nur ehrenlos. Hier noch irgendwo was versteckt? Scheint nicht so. Ey, das ist natürlich cool mit der Kette. Können wir hier einen auf Tarzan machen? Nein, anscheinend nicht. Schade.
Und der erste Checkpoint, das gibt mir schon wieder ein schlechtes Gefühl, dass ich irgendein Diebesgut übersehen habe. Aber naja, nehmt's mir nicht übel. Wenn ich mir meine Folgen im Nachhinein nochmal anschaue, denke ich mir, Junge, wie kannst du nur so blind sein? Das war doch so offensichtlich. Aber glaubt mir, wenn ihr das Spiel mal selber spielt und dann nebenbei gleichzeitig auch noch quatscht, das ist teilweise gar nicht so einfach, hier auf alles zu achten. So, was haben wir hier oben? Ferngezündete Bombe. Also was wie C4 in die Richtung. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Diebesgut. Den müssen wir auf jeden Fall sofort erledigen. Nein. Stirb. Jawohl, wir haben ihn. Das ging diesmal relativ einfach. Ich würde sagen, bevor wir runtergehen, schauen wir uns erstmal die Guten hier oben an. Ey, wirklich Wahnsinn, wie weit die mittlerweile mit ihren Waffen kommen. Mit den Schrotflinten vor allem. Und noch ein Diebesgut. Na Mensch, was ist hier los? Oh, ein Raketenwerfer. Ah, wir haben 100 Schuss in der AUG. Naja, ich würde sagen, wir nehmen den mal kurz mit und heben die dann wieder auf. Wir sollten ja wieder problemlos hochkommen, ne? Ja. Das hat geklappt. Da ist unser Diebesgut. Komm raus. Sehr schön. Zum Glück haben wir den Raketenwerfer mitgenommen. Du da oben. Uns hat kein Schuss getroffen. Wahnsinn. Du auch noch. Unten kommt auch noch einer. Ah, verdammt, ich dachte, wir haben den Raketenwerfer noch. Na gut, bis jetzt geht's tatsächlich. Ah, ich sollte es nicht mehr sagen. So, na komm her. Dann kriegst du das Fass an den Kopf. Nein, er war zu schnell. Aber so geht's auch. Ah, ist noch einer ausgestiegen. Und ich wäre fast ins Feuer gerannt, weil ich nur auf den Typen geachtet habe. So, na gut. Hier haben wir nochmal das Sturmgewehr. Das erinnert mich daran, dass wir das hier oben wiederholen wollten. Ich hätte es fast vergessen. Jawohl, 132 Schuss. Das mag meistens nichts Gutes bedeuten, wenn uns das Spiel so viel Ammo gibt. Ich heb das jetzt aber alles auf, denn wenn ich eins gelernt habe, dann ist es auf jeden Fall gut ausgerüstet, in den Bosskampf zu gehen. So, wir haben jetzt zwei Diebesgüter hier bekommen. Das heißt, es wird wahrscheinlich erstmal nach dem nächsten Checkpoint das nächste kommen. Zumindest hoffe ich das. Das hat ganz gut funktioniert. Von mir noch mehr. Da oben. Okay, also bis jetzt sind wir wirklich sehr, sehr einfach durchgekommen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt schon hier zum Endboss kommen, wenn wir da oben durchgehen. Uns fehlt immer noch ein Diebesgut, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu kurz für das Level. So, Maschinengewehr nehme ich nicht mit. Okay, da ist ein Checkpoint. Das heißt, einen Abschnitt haben wir noch. Vielleicht sogar zwei, aber ich glaube eher einer. Sag mal, hier ist rot. Die fahren alle. Ich habe es doch vor uns noch gesagt. Die werden immer verrückter, die Autofahrer. Jetzt wird grün. Jetzt dürft ihr fahren, wollte ich sagen. Und habe mich natürlich überhaupt nicht auf die Gegner konzentriert, sondern nur blöd auf die Ampel geklotzt. Ah, scheiße, der trifft uns ja natürlich. Na gut, ein Leben verloren. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht runterfallen, weil dann sind wir, glaube ich, im Matsch. Und im Runterfallen bin ich auf jeden Fall ein Spitzenkandidat. So, einmal hier rüber. Ich habe schon wieder Angst, dass ich ein Diebesgut übersehen habe. Ich gucke gleich nochmal zurück. Ah, wir rutschen ja immer ein Stück vor beim Kicken. Das hat uns ja schon mal ein paar Leben gekostet. Ich glaube nur, dass es hier uns das ganze Leben kosten wird. Wir erledigen ihn auf die Weise, auch wenn es etwas langweilig ist und länger dauert. Obwohl, wir können vielleicht ein kleines Stück zurückgehen, dann können wir ihn mal abschießen. Ja. So, ich gucke nochmal zurück. Aber hier sah nichts wirklich nach Diebesgut aus. Nö, von da oben sind wir gekommen, okay. Und huch, ja, geschafft. Und nochmal. Oje, schaffen wir das? Ja, wir haben es geschafft. Ach, shit. Und schon wieder so eine nervige Alarmanlage. Die machen wir auch gleich aus. Jawohl. Oh, oh. Okay, er fährt zum Glück nicht weiter als bis zum Auto. War er das schon? Irgendwas ist explodiert, ich hoffe doch. Ah, shit. Ah, shit. Ach, Mann. Ach, na klar, wie viele denn noch? Oh, Mist. Wir haben, ah nein, hier unten ist eine Medizin. Ein Glück. So, was machen wir mit euch da oben? Vielleicht benutzen wir mal das C4, was wir die ganze Zeit schon einstecken haben.
Oh nein, es wirft nicht so hoch. Vielleicht reicht es ja trotzdem aus. Jawohl. Das war natürlich voll so geplant. So, Schraubenschlüssel, da gehen wir lieber auf Fernkampf. Hatte kurz überlegt, ob wir sie wegkicken. Oh, Autodealer ist anscheinend auch noch. Wenn das mal nicht alles geklaute Autos sind. Oder zusammengebaute Autos aus geklauten Teilen. Und da haben wir das letzte Diebesgut. Den Gegner hätte ich fast übersehen, da das liebe Spiel uns hier so einen riesen Schriftzug vor die Schnauze geworfen hat. Das finde ich auf jeden Fall nicht fair. Und wir haben alle drei Diebesgüter, jawohl. Dann wird es jetzt wahrscheinlich zum Endkampf gehen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht. Ich wechsle lieber schon mal die Waffe. Wir lassen uns mal überraschen, was jetzt auf uns zukommt. Was hat er denn für eine Riesenlanze? Okay, na dann komm mal her, mein Guter. Was machst du für schöne Moves? Okay, das geht ja noch. Was macht er? Oh nein, nicht Sachen, die von oben runterfallen. Ich hasse sowas, das weißt du genau. Wo kommt's? Weiß nicht, vielleicht sollten wir uns auch mal den Raketenwerfer schnappen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass dann unser Sturmgewehr dort runterfliegt. Mensch. Fang da nicht an mit neuen Moves. Zum Glück habe ich Reaktion ohne Ende. Auch alles erst durch das Spiel hier gekommen. Na, ich würde gerne mal den Raketenwerfer nehmen. Ach, shit. Oh nein, die Brücke geht kaputt. Was ist denn das für ein mieser Move? Komm, Raketenwerfer, schnell. Scheiß auf die Aug. Ah, ich wusste es doch, die geht nämlich verloren. Nein! Nein, nicht runterfallen! Raketenwerfer! Bam! Wo kommt der letzte? Jawohl! Mensch, das war ja... Nein! Oh, ich dachte schon, wir fallen jetzt noch runter. Das war ja mal relativ easy. Ich fasse es nicht. Der Raketenwerfer hat auch gut Damage gemacht. Wahrscheinlich waren wir auch schnell genug. Ich denke mal, die Brücke wäre am Ende wahrscheinlich immer kleiner geworden. Aber hey, das lief gut. Ohne Tod, alle Diebesgüter, alle 45 Kills und das in einer Spitzenzeit von 9 Minuten 3. Da haben wir es der Motorradgänger aber heute mal gezeigt. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Level noch auf uns zukommt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Ich freue mich natürlich über jedes Abo und jeden Daumen hoch. Also lasst bitte gerne was da. Vielen Dank. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.